Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es wieder mal ein Update von einem Produkt, das ich vor einiger Zeit getestet habe. Ihr seht dieses Produkt im Übrigen jedes Mal, wenn ihr ein Video von mir schaut. Es ist nämlich das, was ich an der rechten Hand trage. Es ist der Garmin VivoFit 3. Das ist ein Fitness-Tracker, also ein Schrittzähler. Und ich hatte beim ersten Video, das ich eingestellt habe, schon mal erzählt, dass ich diese Schrittzähler ab VivoFit 3, ich glaube seit 3 oder 4 Jahren, jeweils die neue Variante bei mir trage. Das Interessante an diesem Schrittzähler ist halt, dass ich hier eingebaute Batterien drin habe und hiermit eine Akkuleistung von 1 Jahr, teilweise sogar mehr, habe. Das heißt, ich muss mit diesem Schrittzähler nicht wie mit den meisten gängigen Schrittzählern alle 3, 4, 5 Tage oder einmal in der Woche an das Stromnetz oder ans Akku, sondern brauche mich im Prinzip überhaupt nicht drum zu kümmern. Und ich möchte hier mal, ich trage dieses Teil jetzt seit 1 Jahr ununterbrochen und möchte euch da mal ein kleines Update geben. So, wir haben hier jetzt nochmal die Originalverpackung. Hier hinten kann man jetzt sehen, man kann das Ganze auch mit dem Handy bzw. mit dem Smartphone verbinden. Ich habe das bei dem ersten Video auch live gemacht. Das heißt, dann konntet ihr sehen, wie man über Bluetooth dieses Gerät mit dem Smartphone verbindet. Und hier haben wir jetzt mal nochmal so ein paar, 2 Screenshots mehr oder weniger. Man kann, wie bei jedem anderen Fitness-Tracker, das ist jetzt nichts Sensationelles, also alles damit abrufen, wie lange man war, wo man gelaufen ist und. Ich muss ehrlich sagen, ich nutze das nicht, diese Smartphone-Geschichte, weil ich nur wissen möchte, wie viele Schritte ich am Tag mache. Ich habe den eingestellt auf, ihr könnt das hier jetzt sehen, das ist jetzt 13.20 Uhr. Das ist im Übrigen die normale Ansicht. Das heißt, das geht auch nicht weg. Ihr habt immer, ich habe seitdem eigentlich, ich habe zwar noch eine Uhr, aber seitdem brauche ich eigentlich keine Uhr mehr. Ihr könnt das hier sehen. Wenn ich jetzt hier unten auf den Knopf drücke, als nächstes kommt das Datum. Dann kommen die Schritte, die ich schon gegangen bin. Das heißt, ich habe heute 4.220 Schritte schon hinter mich gebracht. Wenn ich wieder drauf drücke, kommt als nächstes 6.280, das sind die Schritte, die ich heute noch laufen muss oder gehen muss. Dann haben wir hier noch 2, 3 Angaben zu Entfernung, maximale Entfernung. Das sind die Kalorien, die ich heute verbrannt habe, 1202. Und hier gibt es noch andere kleinere Sachen, die sind, und bei hier ist wieder dann die Uhrzeit. Wie gesagt, also das, ihr könnt hiermit alles anschließen. Ihr habt hier die Möglichkeit auch, verschiedene Sachen anzuzeigen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, könntet ihr euch auch hier statt nur der Uhrzeit auch die Uhrzeit und die Schritte gleichzeitig zeigen zu lassen. Aber ich möchte das nicht, weil ich möchte nicht andauernd auf den Zähler gucken und sehen, oh, ich muss noch so und so viel laufen. So eine rein psychologische Geschichte. Am Anfang war das ein bisschen Fummelei und ich hatte mich bei dem Video, das ich am Anfang gemacht habe, so ein bisschen beschwert, dass es hakelig ist. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich dran gewöhnt und der Verschluss ist wirklich super. Und nochmal, wie gesagt, das ist jetzt das Original Garmin Armband nach 1 Jahr. Also da ist wirklich nichts dran zu sehen. Finde ich also wirklich toll. Es gibt Ersatzbänder, auch die hatte ich vorgestellt. Hier zum Beispiel Stückpreis etwa 3 oder 4 Euro. Blau, gelb, es gibt hunderte von Farben, es gibt alles mögliche. Das wäre jetzt hier ein normales Armband mit einer Dornschließe. So, wenn ihr das Ganze mal tauschen das heißt, wollt, das heißt, wenn ihr das Band und den Tracker mal tauschen wollt, das ist ganz einfach. Ihr seht das hier. Ihr drückt den einfach hier raus, dann könnt ihr ihn rausziehen, das ist total simpel. Das hier ist der Tracker an sich, also mehr ist das nicht. So, und dann kann ich das Ganze hier auch wieder dann reinschieben. Einmal so, man muss das ein bisschen, wenn ich das jetzt so schräg mache, ist es ein bisschen fummelig, aber das geht auch. So, und schon habe ich, bisschen sauber machen, schon habe ich im Prinzip dann das Ganze in einem anderen Armband drin. Wie gesagt, das ist relativ einfach zu machen. Hier jetzt auch wieder einzusetzen. Das ist relativ simpel.
So, also wie gesagt, ich trage dieses Teil jetzt seit einem Jahr ununterbrochen. Ich habe noch nicht die Batterien gewechselt. Hier sind zwei kleine Knopfzellen drin, die man zur Not selber tauschen kann. Ich habe ihn allerdings nachts nicht an. Und wenn ihr das Teil auszieht und irgendwo hinlegt und er, glaube ich, 10 Minuten nicht bewegt wird, dann schaltet sich auch hier vorne die Zahl aus. Sonst ist, wie gesagt, die Angabe der Uhrzeit immer mit dabei. Das heißt also, ich bin jetzt seit einem Jahr mit dem Teil, laufe ich rum und habe noch nichts mit Batterien gemacht. Wenn ihr so ein absolutes Profigerät haben wollt, das auch ständig euren Puls misst und so weiter, dann kann ich das dafür nicht empfehlen. Allerdings der große Vorteil bzw. der große Nachteil dieser ganzen super modernen Fitness-Tracker ist, dass ihr halt da wirklich alle 3, 4, 5, 6 Tage an den Strom müsst. Und das wird mir ein bisschen auf den Keks gehen. Das hier sagt euch einfach die normalen Zahlen, das heißt, wie viele Schritte bin ich gegangen, wie viele Kalorien habe ich verbrannt, wie viele Kilometer bin ich gegangen. Ich kann die Schrittlänge hier auch einstellen, das heißt also, damit ich auch wirklich die genaue Angabe habe, wie viel Kilometer ich dann auch gegangen bin. Ich sag mal, jemand, der kleiner ist, kürzere Beine hat, hat logischerweise eine geringere Schrittlänge wie jetzt ein 2-Meter-Mann oder so. Das muss man vorher einstellen, damit die Angaben hier drauf auch wirklich optimal sind. Ich kann das Teil super empfehlen. Mittlerweile, das ist ja der VivoFit 3 von Garmin. Mittlerweile gibt es auch den VivoFit 4. Ich habe mir den mal angeschaut. Der sieht im Prinzip genauso aus wie dieser hier. Ich habe es bisher jetzt noch nicht für nötig gehalten, mir da jetzt das neue Modell zu kaufen, weil muss nicht sein. Preis setze ich euch wie immer unter das Video drunter. Das heißt, dann könnt ihr klicken. Soweit ich gesehen habe, ist bei Amazon momentan der günstigste Preis um die 70, 75 Euro. Das schwankt immer. Guckt da einfach mal öfter rein. Es gibt auch schon mal so Tage, da ist es teurer. Und es gibt aber auch einzelne Tage, sprich speziell bei Amazon, wo ihr dann irgendwo bei, ich habe das auch schon mal gesehen, um die 60 Euro. Da ist er natürlich ein super Preis letztendlich. Er macht, was er soll. Toll ist, dass immer angezeigt wird die Uhrzeit. Also das ist auch ein Vorteil im Gegensatz zu den anderen Trackern, die immer wieder ausgehen und nur wenn ich auf den Knopf drücke, sehe ich die Uhrzeit. Das heißt, das kann ich wirklich alternativ zur Uhr tragen, weil ich halt permanent die Angabe habe, 13:30 Uhr, okay, weiß ich, es ist in Ordnung. Der rote Balken, der hier drüber ist, den habe ich eben jetzt vergessen bei der Beschreibung. Hier ist so ein roter Balken. Das ist der Activity-Balken. Das heißt, wenn ich zu lange auf der Couch sitze oder zu lange am Schreibtisch sitze und mich nicht bewege, dann geht dieser Balken ganz langsam voran. Und jetzt habe ich mich, da er komplett ist, zu wenig bewegt in den letzten 2 Stunden. Wenn ich jetzt aufstehen würde und ein paar Meter gehe, dann geht dieser Balken wieder zurück. Spielerei. Es gibt Leute, die brauchen das. Wie gesagt, nochmal, mir ist wichtig, kriege ich die Anzahl meiner Schritte am Tag, kriege ich die hin. Das war mir wichtig. Ich habe das, wie gesagt, VivoFit 2 und den hier als 3 trage ich jetzt insgesamt seit 4 Jahren und seit 4 Jahren schaffe ich es generell jeden Tag im Schnitt über 10.000 Schritte zu gehen, was für mich in Ordnung ist. Jeder hat da andere Präferenzen. Also für den totalen Sportler, der wirklich alles genau wissen will, ist es sicher nicht so sehr geeignet. Aber das hier ist für jeden als Uhr und als Schrittzähler für kleines Geld. Und der Riesenvorteil, ich wiederhole mich, ich weiß, dass ich hier mich um die Batterien nicht kümmern muss. Alle 1 oder 1,5 Jahre muss ich hier nur wechseln. Das soll das wieder nicht kurze Update. Ich schaffe es nicht, kurze Filme zu machen irgendwie. Das soll es für heute gewesen sein. Ich setze euch, wie gesagt, nochmal den Link zu Amazon, wo ihr das Gerät kaufen könnt, drunter. Und dann müsst ihr gucken mit den Armbändern. Da ist wirklich, gibt VivoFit 3 Armbänder ein. Also bei eBay oder Amazon, da findet ihr was weiß ich was alles in allen Möglichkeiten. So, dann soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und gebt mir ein Like, empfehlt meinen Kanal, abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.